meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute in diesem Video 21 Lippenstift-Swatches und zwar von der Naturkosmetik Firma Exology. Und diese Lippenstifte findet ihr bei Savio Beauty online und ich dachte mir, weil das immer so ein bisschen schwierig ist, online eine Farbe auszuwählen, wollte ich euch heute die ganzen Swatches mal auf meinen Lippen zeigen. Vielleicht könnt ihr euch danach so ein bisschen orientieren. Das Besondere an diesen Lippenstiften ist, dass sie halt alle auch komplett vegan sind. Also die haben nicht nur gute Inhaltsstoffe und sind auch vegan. Und ich weiß, dass viele Veganer unter meinen Zuschauern sind. Deswegen hoffentlich gefällt euch das Video und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Der erste Lippenstift hat eine besondere Farbe, er ist nämlich schwarz. Er ist so ein bisschen schier in Auftrag, sehr cremig und auch sehr, sehr pflegend und fühlt sich wirklich super auf den Lippen an. Da ich jetzt momentan das Ganze mit dem Finger auftrage, diese Prüppchen hier mit dem Finger entnehme, ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, das jetzt gleichmäßig aufzutragen. Hat auf jeden Fall was Besonderes gerade hier so zu diesem Outfit. Kommen wir zu der zweiten Farbe. Und das ist eher so ein Pink-Violett und sehr metallisch schimmernd, aber hat jetzt keine groben Glitzerpartikel. Also ist auch, finde ich, eine relativ alltagstaugliche Farbe. Auch ebenfalls sehr cremig, sehr pflegend, lässt sich gut verteilen. Der dritte Ton ist eher so ein Nude-Braunton, eher so in die Kupferrichtung, hat so einen goldenen metallischen Glanz, ist ebenfalls sehr, sehr pflegend, trägt sich super auf und passt auch hervorragend gerade zu meinem Augen-Make-up. Ich finde, er bringt blaue Augen so ein bisschen mehr zum Strahlen und zum Vorschein und das gefällt mir wirklich sehr gut. Der vierte Ton ist, finde ich, eher so ockerfarben, braun, sehr alltagstauglich, aber auch zum Ausgehen. Hat auch einen sehr schönen Glanz, sehr pflegend. Wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, aber ich finde, der hat auch trotzdem irgendwie was Besonderes. Nummer 5 ist eher ein dunkleres Orange-Rot und im Gegensatz zu den anderen Lippenstiften ist dieser hier matt. Auch sehr hoch pigmentiert, finde ich. Also wirklich sehr gut pigmentiert. Der sechste Ton ist wirklich so ein schönes Nude-Morph-Rosa-Ton, irgendwie sowas in der Art, der wirklich sehr, sehr schön aussieht im Alltag, finde ich. Macht so einen leichten Rosa-Glanz, gefällt mir richtig gut, betont die Lippen, macht sie so ein bisschen voluminöser, hat so ein bisschen so einen highlightenden Effekt. Also der Ton gehört auf jeden Fall zu meinen Favoriten hier aus dieser Reihe. Nummer 7 ist eher so ein Rotbraun, ebenfalls so ein bisschen schier. Ist auch nicht so ganz mein Favorit. Sieht so ein bisschen aus, als hätte ich Schokolade und Tomatensoße gegessen. Aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz schöne Farbe und ich kann mir vorstellen, jemand, der relativ dunkel ist vom Hautton, dass ihm das sehr gut stehen wird. Nummer 8 ist ein helles Nude Rosa Peach. Wirklich sehr, sehr schön. Setzt so ein bisschen die Lippen zurück, wenn man vielleicht ein Smoky Eye oder ähnliches trägt. Also wirklich eine sehr schöne Farbe. Der neunte Ton ist ebenfalls so ein Nude, aber irgendwie auch eher so kupferfarben, so ein bisschen rötlich-orangelicher und hat auch einen metallischen Glanz, sieht sehr frisch aus. Nummer 10 ist ein Rotbraun, auch metallisch glänzend, der eher so ein bisschen alltagstauglicher ist, die Lippen so ein bisschen in Szene setzt, aber nicht zu extrem ist, nicht zu sehr in den Vordergrund drängt und ist auch echt so eine schöne Businessfarbe, finde ich. Nummer 11 ist eher so ein Rot, aber auch Rostton, glänzt auch so ein bisschen metallisch pink und ja, eine schöne Alltagsfarbe, aber auch eine coole Farbe zum Ausgehen. Nummer 12 ist eher ein etwas dunkleres Lila, hat auch einen metallischen Glanz und ich finde die Farbe richtig, richtig cool, aber ich finde, sie sieht auch unheimlich gruselig an mir aus, aber trotzdem finde ich lilafarbene Lippenstifte mega cool, wenn man braune Augen hat. Bei blauen Augen ist das immer so eine Sache. Aber wenn ihr braune Augen habt, dann kauft euch so einen Lippenstift. Das sieht einfach so cool aus. Und habe ich in der Naturkosmetik übrigens noch nie gesehen. Nummer 13 ist ein helles Flieder mit auch einem metallischen silbernen Glanz.
Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal Concealer auf meine Lippen aufgetragen, weil meine Lippen so rot waren und damit die Farbe halt einfach ein bisschen besser zur Geltung kommt. Ist also eine sehr, sehr helle Farbe, eher was für sehr hellere Hauttypen, aber auch eine sehr besondere Farbe. Und ich finde, es ist wirklich mal was Außergewöhnliches, mal was anderes. Nummer 14 ist eine rosa Nude mit einem metallischen Glanz, wie die meisten dieser Lippenstifte. Hier ist ebenfalls mega pflegend, wie die meisten dieser Lippenstifte. Und sieht wirklich sehr schön aus für den Frühling. Ist eine tolle Alltagsfarbe, wobei ich finde, dass mir der Peach Nude Ton da etwas besser steht als dieser rosane hier. Aber trotzdem ist er auch ganz schön. Nummer 15 ist ein Rot-Orange, allerdings etwas schier, etwas gedeckter, nicht ganz so herausstechend, noch eher so alltagstauglich für den Sommer, aber auch für den Herbst. Ebenfalls sehr cremig und hat einen leichten Glanz. Nummer 16 ist eher so ein Grauton, eher so schier und hat einen blauen Glanz, so ein türkisblauen Glanz. Also so eine Farbe habe ich im Leben noch nicht gesehen, aber irgendwie finde ich die auch mega, mega cool, weil die nicht so extrem ist. Sie ist trotzdem sehr leicht auf den Lippen und ich auch hier habe ich einen Concealer vorher aufgetragen, damit die Farbe noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Und die Farbe hat was. Irgendwie finde ich die mega cool und die macht extrem weiße Zähne. Ist eher so ein alltagstaugliches Schwarz, würde ich mal sagen. Nummer 17 ist ebenfalls ein dunkles Orange-Rot, eher so in die Kupferrichtung und ist auch sehr matt und sehr stark deckend, trotzdem aber relativ cremig, aber nicht ganz so cremig wie die anderen Lippenstifte. Also man merkt schon, dass Axology auf jeden Fall total auf Rot, Rost und Braun steht. Nummer 18 ist ebenfalls ein Braun-Rotton, allerdings geht er auch in die Ockerrichtung. Und er hat nur einen ganz leichten Glanz, geht schon eher in diese matte Richtung, auch hier sehr stark pigmentiert und passt auch super eigentlich zu meinem Augen-Make-up. Nummer 19 ist eher ein dunkles Braunrot, was mich mega an Bitterschokolade erinnert und hat auch so leichten Glanz, ebenfalls mega pflegend, passt super gerade zu meinem Augen-Make-up in diesem goldenen Rost-Rosa-Braunton auf meinen Augenlidern. Finde ich eine sehr coole Farbe, allerdings ist sie so ein bisschen schwieriger im Auftrag. Sie ist so ein bisschen schier und der gleichmäßige Auftrag ist hier halt etwas erschwert, kann aber auch daran liegen, dass ich das jetzt auch gerade mit dem Finger auftrage. Nummer 20 ist ebenfalls ein dunkleres Braun, auch eher schier und hat einen goldenen Glanz. Macht so richtig was her. Leider auch hier so ein bisschen schwierig im Auftrag, aber wie gesagt, könnte daran liegen, dass ich das hier mit dem Finger auftrage. Sehr, sehr butterig, sehr weich, sehr cremig, sehr pflegend. Und ich finde, das ist auch mal ein Braunton, der eher die Zähne so ein bisschen weißer macht. Nummer 21 ist wieder so eher ein dunkleres Lila. Sehr klebrig, sehr schwer im Auftrag. Also mit dem Finger war das jetzt ein bisschen problematischer. Deswegen habe ich ihn so ein bisschen unregelmäßig aufgetragen, weil er recht glossy ist und eher so eine klebrige Konsistenz hat. Aber mir gefallen die anderen Lila-Töne etwas besser. Also man kann wirklich besser einen Concealer auftragen vorher, bevor man so einen Lila-Ton aufträgt, damit die Farbe einfach ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Hier habe ich das jetzt nicht gemacht, weil er halt so glossy ist. Das war's dann mit allen Farben. Allgemein kann ich zu den Lippenstiften sagen, dass sie sehr cremig sind im Auftrag, dass sie sehr pflegend sind und wenn die Pflege so weggetrocknet ist, dann hinterlassen die Lippenstifte echt so einen schönen Stain, der relativ lange hält auf den Lippen und deswegen haben sie für mich eine sehr gute Qualität. Das Video ist übrigens nicht gesponsert oder so. Ich habe wirklich nur die Proben zur Verfügung gestellt bekommen. Ich finde die Lippenstifte halt einfach klasse, deswegen dachte ich, mache ich hier dieses Lookbook. Von der Verpackung her ist das Design jetzt nicht so ganz nach meinem Geschmack, aber trotzdem sehr luxuriös und sehr extravagant. Man muss einfach nur einmal draufdrücken, dann kommt der Lippenstift raus. Also schon so ein bisschen was Besonderes. Wie gesagt, findet ihr alle Lippenstifte bei Servier Beauty online. Und Servier Beauty ist ein, sage ich mal, ein Wellness, luxuriöser Online-Shop. Auf der Internetseite steht auch, dass alle Lippenstifte rein natürlich und ethisch produziert worden sind, aus biologisch angebauten Inhaltsstoffen. Ich würde es sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, denn ich habe mir echt die Lippen wundgerieben durch dieses Video. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich kostenlos tun. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Ciao!